Wir fangen nämlich, gehen weiter mit Matthias Becker. Er ist Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der LMU München. War davor Professor für öffentliches Recht an der Uni Mannheim. Und wie er mir vorher verraten hat, ist er immer noch mit Herz und halbem Bein immer noch in Mannheim verortet. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht. Und wenn ich das richtig weiß, ist auch die technische Expertise und Einschätzung gefragt gewesen beim NSA-Untersuchungsausschuss. Insofern freuen wir uns sehr auf den Einblick. Okay, ich habe keine Anzeige da. Bitte? Okay. Ja, kann man mich hören? Ja, halbwegs. Gut. Ja, als Jurist auf einer Technikerkonferenz ist man für den Formalismus zuständig. Dann sage ich mal, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Gelegenheit zu sprechen. Ich kann die Folien selber nicht sehen. Ich hoffe, ich zeige Ihnen immer die richtige. Und es ist natürlich ein Skandal, dass das Logo der LMU jetzt nicht so gezeigt wird, wie es eigentlich aussehen soll, weil sie irgendwie das nicht gehackt kriegen hier mit der Kamera. Aber ich meine, sie sind ja die Techniker, nicht ich, ne? Also ich bin der Letzte, der da motzen würde. Ja, meine Damen und Herren, im Zuge der NSA-Affäre sind ja immer wieder Forderungen laut geworden, die deutsche Regierung möge ihr Gewicht einsetzen gegenüber unseren westlichen Verbündeten, um dafür zu sorgen, dass die die weitgehende Erfassung des Kommunikationsverhaltens insbesondere von deutschen Bürgerinnen und Bürgern unterlassen sollen. Und man muss natürlich sagen, dass die Glaubwürdigkeit solcher Forderungen ganz wesentlich davon abhängt, was wir eigentlich selber machen. Und deswegen habe ich mich vor einiger Zeit mit diesem Thema etwas näher beschäftigt, ja, was eigentlich die deutschen Dienste tun und wie sich das vergleichsweise verhält zu dem, was die Amerikaner und Briten, nach dem, was man so erfährt, was die unternehmen. Und ich möchte Ihnen die Ergebnisse meiner Recherche heute vorstellen unter dem Titel Strategische Telekommunikationsüberwachung auf dem Prüfstand. Das bedeutet, von all dem, was die deutschen Nachrichtendienste so anstellen, greife ich einen bestimmten Teilbereich heraus, eine bestimmte Art von Überwachungsmaßnahme, die am stärksten ähnelt dem, was im Rahmen der Snowden-Enthüllungen eben als besonders skandalträchtig empfunden worden ist. Gut, hat funktioniert. Ich will Ihnen deswegen erstmal vorstellen, was ich unter strategischer Telekommunikationsüberwachung verstehe, damit Sie, damit wir eine gemeinsame Sprache sprechen, was den Gegenstand dieses Vortrags angeht. Dann möchte ich Ihnen die Rechtsgrundlagen strategischer Telekommunikationsüberwachung im derzeitigen deutschen Recht vorstellen. Sie sehen hier auf der Überblicksfolie schon, dass man da zwei Fallgruppen unterscheiden muss. Das werde ich Ihnen noch näher erläutern, wie das funktioniert. Und ich will auf die Frage eingehen, wie es sich damit verhält, wenn Daten, die aus strategischen Telekommunikationsüberwachungen stammen, übermittelt werden sollen, insbesondere ins Ausland. Denn auch das ist ja ein Punkt, der gerade in jüngerer Zeit für gewissen Wirbel gesorgt hat. Die Frage also, inwieweit eigentlich insbesondere der Bundesnachrichtendienst sich auch beteiligt an Überwachungsmaßnahmen, indem er relevante Daten an die ausländischen Dienste übermittelt. Ja, und ich komme zu einem Fazit, wo ich so ein bisschen versuche, utopisch gesinnt Ihnen vorzustellen, was meiner Ansicht nach ansteht im Bereich des Nachrichtendienstrechts. Vielleicht eine Klarstellung auch, meine Analyse ist eine rechtliche Analyse. Ja, ich gehe schon aus von verfügbaren empirischen Informationen, aber ein umfassender Überblick darüber, was deutsche Nachrichtendienste tatsächlich unternehmen, steht nicht zur Verfügung und den habe ich natürlich auch nicht, sondern ich kann Ihnen sagen, was die zumindest glauben zu dürfen. Ob die das wirklich alles machen, keine Ahnung, da wissen wir alle ungefähr gleich viel. Mit dieser Vorrede lege ich los und stelle Ihnen vor, was ich unter einer strategischen Telekommunikationsüberwachung verstehe. Eine Telekommunikationsüberwachung ist erstmal klar, ist eine Überwachungsmaßnahme, mit der Inhalte, möglicherweise auch Metadaten oder im juristischen Sprachgebrauch Verkehrsdaten der Telekommunikation abgegriffen werden, um daraus relevante Erkenntnisse zu gewinnen. Eine strategische Telekommunikationsüberwachung zeichnet sich jetzt im Vergleich zu anderen Formen der Telekommunikationsüberwachung dadurch aus, dass es sich um eine Maßnahme der Verdachts- und Verdächtigengewinnung handelt. Das bedeutet zweierlei. Erstens, eine strategische Telekommunikationsüberwachung geht nicht vom Einzelfall aus. Das unterscheidet sie zum Beispiel von einer Telekommunikationsüberwachung im Strafprozess, bei der es darum geht, den Verdacht einer bestimmten Straftat aufzuklären. Ja, irgend so einen
Einzelfall, der den Überwachungsanlass bilden würde, haben wir bei der strategischen Überwachung nicht. Das ist deswegen im Wesentlichen eine anlasslose Maßnahme. Der zweite Punkt, und das ist damit auch verknüpft, ist, eine strategische Telekommunikationsüberwachung richtet sich nicht gegen einzelne Personen, ja, also nicht zum Beispiel wie im Strafprozess gegen den Beschuldigten oder gegen Personen, von denen man glaubt, dass der Beschuldigte mit ihnen kommuniziert, sondern die strategische Telekommunikationsüberwachung ist großflächig zugeschnitten und soll Daten in erheblichem Ausmaß abgreifen, um daraus irgendwie erstmal Verdachtsmomente zu verdichten und dann Hinweise auf Verdächtige zu erlangen. Nach dem geltenden deutschen Recht gibt es nur eine Behörde, die strategische Telekommunikationsüberwachungen durchführen darf, und das ist der Bundesnachrichtendienst. Ja? Also insbesondere die anderen Nachrichtendienste sind zu sowas nicht befugt und Polizei- und Strafverfolgungsbehörden erst recht nicht. Deswegen beschäftigen wir uns ab jetzt nur noch mit dem Bundesnachrichtendienst und schauen uns an, was der so alles machen darf. Hier muss man jetzt, wie ich anfangs schon angedeutet habe, zwei Formen der strategischen Telekommunikationsüberwachung unterscheiden, nämlich erstens die sogenannte strategische Beschränkung, die im Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz geregelt ist. Das Artikel 10 Grundgesetz regelt das grundrechtliche Fernmeldegeheimnis. Das ist also das Gesetz zum Fernmeldegeheimnis, tatsächlich natürlich das Gesetz zum Eingriff in das Fernmeldegeheimnis. Diese strategische Beschränkung ist eben in einem besonderen Gesetz geregelt, unterliegt besonderen rechtlichen Anforderungen und ist zu unterscheiden von der sogenannten Auslandsaufklärung, ja, auf die ich später noch eingehen werde. Worum geht es bei der strategischen Beschränkung nach dem G10-Gesetz? Hier geht es darum, dass der Bundesnachrichtendienst strategische Telekommunikationsüberwachungen durchführen kann, um bestimmte Gefahrenbereiche anlassunabhängig aufzuklären. Historisch ging es dabei vor allem um die Kriegsgefahr. Ja, das heißt, die strategische Telekommunikationsüberwachung war im Wesentlichen, ja, eine Methode des Kalten Kriegs, um rauszukriegen, was die Leute im Ostblock so alles vorhaben und um auf diese Weise die Gefahr eines bewaffneten Angriffs auf die Bundesrepublik möglichst frühzeitig zu erkennen. In den 90er Jahren wurde das ausgeweitet, nach dem Ende des Kalten Kriegs, auf bestimmte Erscheinungsformen von Schwerkriminalität, nämlich erstens den internationalen Terrorismus und zweitens bestimmte Spielarten der organisierten Kriminalität, insbesondere sowas wie Drogenhandel, Schleusungsdelikte, Proliferation von Kriegswaffen. Ja, also auch solche Gefahrenbereiche kann der Bundesnachrichtendienst heute anlassunabhängig, strategisch, großflächig aufklären. Das Gesetz regelt eine solche strategische Telekommunikationsüberwachung als insgesamt dreistufigen Vorgang. Auf der ersten Stufe legt der Bundesinnenminister sogenannte Telekommunikationsbeziehungen fest, ja, auf die überhaupt als Zielgebiete einer strategischen Überwachung in Betracht kommen. Das heißt also, der Bundesinnenminister überlegt sich, ja, woher drohen uns überhaupt Kriegsgefahr, terroristische Gefahren, Schleusungsdelikte und so weiter. In dieser sogenannten Bestimmung werden in der Regel Staaten oder geografische Regionen angegeben. Ja, das ist also sehr großflächig und es hat sich kürzlich in einem Rechtsstreit von dem Bundesverwaltungsgericht herausgestellt, dass da große Teile der Welt von umfasst sind von der Bestimmung. Ich glaube 150 Staaten oder so. Das sind, ja, wenn man überlegt, es gibt so 200 ungefähr, dann ist das schon ein ziemlicher Batzen. Ne? Ich glaube, von den deutschen Nachbarstaaten war irgendwie nur Polen nicht dabei oder so. Ich bin nicht ganz sicher. Gut, also das ist die erste Stufe. Das reicht aber noch nicht, um die Überwachung durchzuführen, sondern dafür bedarf es einer Überwachungsanordnung. Die Überwachungsanordnung bezieht sich auf einen einzelnen Gefahrenbereich, zum Beispiel eben Terrorismus oder bewaffneter Angriff, und legt für diesen Gefahrenbereich sogenannte Übertragungswege fest, die prinzipiell überwacht werden können. Der Begriff des Übertragungswegs wird so verstanden, dass damit die einzelne physikalische Telekommunikationsverbindung, dass darunter also eine solche einzelne Verbindung zu verstehen ist, sowas wie ein bestimmtes Kabel, ja, oder ein Fernmeldesatellit oder sowas. Sie können sich also vorstellen, dass so eine Überwachungsanordnung ziemlich lang ist, ne, weil dann eben dementsprechend natürlich ziemlich viele Kabel darin genannt werden.
Wenn das geschehen ist, wenn die Überwachungsanordnung getroffen wurde, dann darf der Bundesnachrichtendienst loslegen, ja, und geht dann wiederum mehrstufig vor. Erstens beschafft er sich einen Rohdatenstrom, entweder selbst, indem er selber Kabel anzapft, oder indem er sich an Telekommunikationsunternehmen wendet, die den Rohdatenstrom ausleiten müssen. Dazu sind sie gesetzlich verpflichtet. Und diesen Rohdatenstrom filtert der Bundesnachrichtendienst mit Hilfe von Suchbegriffen. Ja, natürlich muss er ihn vorher aufbereiten, da wissen Sie viel mehr drüber als ich, ne? Aber wenn der aufbereitet und filterbar ist, dann werden Suchbegriffe in Anschlag gebracht. Dabei unterscheidet die Praxis zwischen sogenannten inhaltlichen und sogenannten formalen Suchbegriffen. Inhaltlicher Suchbegriff bedeutet, der Bundesnachrichtendienst benutzt irgendwelche Begriffe, die mit einem bestimmten Gefahrenbereich in Zusammenhang stehen und guckt, wo diese Begriffe in dem Rohdatenstrom vorkommen. Ja, man könnte sich jetzt sowas vorstellen wie das Wort Bombe. Das wäre natürlich Unfug, ne? Also man kann sich aber auch sowas vorstellen wie chemische Formeln, ja, oder Bezeichnungen von Inhaltsstoffen von Bomben oder sowas. Ja, das wären inhaltliche Suchbegriffe. Formale Suchbegriffe sind Suchbegriffe, die auf bestimmte Telekommunikationsteilnehmer oder bestimmte sonstige Telekommunikationsinhalte oder sowas verweisen. Sowas wie Telefonnummern, E-Mail-Adressen, URLs, ja, mit deren Hilfe der Bundesnachrichtendienst also rausfinden kann, wer hat mit einer bestimmten Nummer telefoniert oder wer hat Kontakt mit einer bestimmten E-Mail-Adresse gehabt. Ja, formale Suchbegriffe, die sich also auf den Kommunikationsvorgang, nicht auf den Kommunikationsinhalt beziehen. Wenn der Bundesnachrichtendienst diesen Suchlauf durchgeführt hat, dann kommt eine mehr oder weniger große Zahl von Treffern raus, von denen natürlich die meisten falsch positiv sind. Der Bundesnachrichtendienst wertet also diese Treffer dann aus, sei es manuell, sei es mit irgendwelchen anderen Methoden, die mir nicht bekannt sind, und schaut, ob diese Treffer nachrichtendienstliche Relevanz haben. Wenn das der Fall ist, wenn also nachrichtendienstlich relevante Treffer rauskommen, dann verarbeitet der Bundesnachrichtendienst die Daten weiter und speichert sie. Ansonsten schmeißt er sie weg. So hier sieht es jedenfalls das Gesetz vor. Wenn man das erstmal so sich anhört, dann muss man sagen, das ist eine sehr weitreichende Maßnahme, sodass sich die Frage stellt, gibt es denn irgendwelche weiteren Grenzen? Und dazu muss man Folgendes wissen. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 1999 eine Vorgängerfassung des heutigen G10-Gesetzes zu beurteilen gehabt und hat die im Wesentlichen abgesegnet. Hat aber diese Absegnung unter anderem damit begründet, dass sich im damaligen Gesetz begrenzende Vorgaben fanden, die dafür sorgten, dass eben nicht eine strategische Überwachung des gesamten Telekommunikationsverkehrs in Deutschland stattfindet, sondern dass es dafür bestimmte Grenzen gibt, die sich beziehen auf den Gegenstand der Überwachung, auf das Ausmaß und so auf die Umstände oder Modalitäten, wie ich das hier bezeichne. Es ist nun so, dass sich seit dem G10-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1999 sowohl die Rechtslage als auch die technischen Verhältnisse nicht unerheblich geändert haben. Ich möchte Ihnen vorstellen, die begrenzenden Vorgaben, die das heutige geltende Recht enthält, und dann können wir zusammen mal darüber nachdenken, wie viel die bringen und wie sinnvoll die sind. Ich habe dazu eine Meinung, vielleicht entwickeln Sie auch eine während des Vortrags. Fangen wir mal an mit dem Gegenstand der Überwachung. Das ist im Wesentlichen gleich geblieben. Eine strategische Beschränkung nach dem G10-Gesetz bezieht sich nur auf die sogenannte internationale Telekommunikation. Wie ist dieser Begriff der internationalen Kommunikation zu verstehen? Jedenfalls nicht so, ja, dass es darum geht, ob ein bestimmter Übertragungsweg ins Ausland geht. Das ist Schnurz. Ja, sondern das wäre eine technisch relativ klar handhabbare Grenze, aber eine, die aus nachrichtendienstlicher Sicht und aus rechtlicher Sicht Unfug wäre, ja, weil der Bundesnachrichtendienst wie jede Behörde eine bestimmte Aufgabe hat. Und diese Aufgabe besteht darin, Erkenntnisse über das Ausland zu gewinnen. So, und aus dieser Aufgabe leitet sich auch die Interpretation des Begriffs der internationalen Telekommunikation her. Darunter versteht man einen Telekommunikationskontakt, bei dem mindestens ein Teilnehmer sich im Inland und mindestens ein Teilnehmer sich im Ausland befindet. Ja, das heißt, die internationale Telekommunikation muss man einmal unterscheiden von der reinen Inlandskommunikation. Ja, ich rufe Sie an, jetzt hier in diesem Raum. Und man muss die internationale Telekommunikation auch unterscheiden von der reinen Auslandskommunikation. Zwei Afghanen, die sich in Afghanistan aufhalten, telefonieren miteinander. Auch das ist nicht gemeint mit der internationalen Telekommunikation, sondern eben nur das Deutschland-Ausland-Verhältnis. So.
Das ist ein Punkt, den das Bundesverfassungsgericht auch durchaus hervorgehoben hat in seinem G10-Urteil als eine beschränkende Maßgabe. Das Problem ist, ob unter heutigen technischen Bedingungen bei globalisierten Übertragungsnetzen und bei der Verwendung von Telekommunikationsdiensten, die von ganz unterschiedlichen Orten der Welt aus angeboten werden können, ob das eine heute noch technisch handhabbare Maßgabe ist. Sie sind ja die Techniker, nicht ich. Also können Sie sich überlegen, ist es möglich, einen Telekommunikationskontakt trennscharf zuzuordnen, dergestalt, dass man weiß, einer der Teilnehmer befindet sich im Inland, einer befindet sich im Ausland. Nehmen Sie mal E-Mail oder sowas als Beispiel. Ich würde sagen, ich lasse das einfach mal im Raum stehen. Wenn einer von Ihnen da irgendwie einen Algorithmus hat, um das genau festzustellen, dann sagen Sie mir doch bitte Bescheid. Oder wenn Sie sich an den Bundesnachrichtendienst, ich vermute, die machen Ihnen einen guten Preis dafür. Ich glaube nur, dass es Ihnen nicht gelingen wird. Ja? Also, Fazit aus meiner Sicht, soweit ich nicht eines Besseren belehrt werde, das mit der internationalen Telekommunikation ist schwierig zu operationalisieren. Und man kann sich vorstellen, dass hier im Wesentlichen in der Praxis mit Faustregeln gearbeitet wird. Sowas wie, wer eine E-Mail-Adresse verwendet, deren Top-Level-Domain.de ist, der befindet sich im Inland. Wer eine E-Mail-Adresse verwendet, deren Top-Level-Domain.com ist oder net ist, befindet sich im Ausland. Können wir jetzt mal alle drüber nachdenken, was wir davon halten. Ich weiß nicht, ob die das wirklich machen. Ne? Das wäre nur eine denkbare Faustregel, die immer mal wieder erwähnt wird. Okay, es gibt ja noch weitere begrenzende Vorgaben, etwa hinsichtlich des Ausmaßes der Überwachung. Als das Bundesverfassungsgericht 1999 entschieden hat, da hat das G10-Gesetz vorgesehen, dass der Bundesnachrichtendienst nur die nicht leitungsgebundene Kommunikation überwachen darf. Ja, im Wesentlichen also die über Satelliten. Insbesondere Kabelverbindungen sind leitungsgebunden, durften deswegen zum damaligen Zeitpunkt nicht überwacht werden. Ich denke, das ist eine Einschränkung, die zu einer Reduktion des Überwachungsvolumens führt, die aber auch alle Erkennungszeichen des Unsinns trägt und die der Gesetzgeber deswegen auch folgerichtlich schon sehr bald nach dem Urteil aufgegeben hat. Der Bundesnachrichtendienst darf heute die gesamte Telekommunikation überwachen, unabhängig davon, wie der physikalische Übertragungsweg nun genau zugeschnitten ist, technisch. Das ist natürlich, das Problem daran ist natürlich, dass damit eben auch die faktische technische Volumenreduktion entfällt, die es damals noch gab und die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil durchaus hervorgehoben hat, sodass sich der Gesetzgeber eine andere Beschränkung ausgedacht hat. Das Gesetz sagt, dass die Überwachungsanordnung vorsehen muss, dass von den überwachten Übertragungswegen, die die Anordnung nennt, also von allen Kabeln und Satelliten, nur ein bestimmter Anteil maximal überwacht werden darf. Und dieser Anteil darf höchstens 20% betragen. Das Bundesverwaltungsgericht hat das in einem jüngeren Urteil ein bisschen aufgebohrt und da auch den Dienst zu angehört. Und deswegen kann man heute sagen, wie das in der Praxis verstanden wird, nämlich tatsächlich so. Es gibt eine Überwachungsanordnung, meinetwegen für den Bereich internationaler Terrorismus. Diese Überwachungsanordnung, die umfasst so und so viele Kabel und Satelliten und was weiß ich noch alles. Deren Übertragungskapazität muss man irgendwie zusammenrechnen. Davon muss man einen bestimmten Prozentsatz nehmen und es darf so viel überwacht werden, bis dieser Prozentsatz erreicht ist. Wohlgemerkt, es kommt auf die Kapazität an, nicht auf das tatsächliche Übertragungsvolumen. Also ob jetzt der einzelne Übertragungsweg sehr stark belastet wird oder nur schwach ausgelastet ist, das ist egal, sondern es kommt eben wirklich nur auf die Kapazität an. Gut, also ich meine, daraus ergeben sich eben auch Probleme. Es kann sein, dass das tatsächliche Übertragungsvolumen bei geschickter Auswahl deutlich über 20% liegt, wenn man eben sozusagen die Stauautobahnen auswählt und nicht die entlegenen. Ja, es kann sein, dass die Überwachungsanordnung schlicht sehr, sehr viele Übertragungswege enthält, sodass 20% davon immer noch ein großer Batzen sind. Außerdem bezieht sich eben die 20%-Grenze nur auf die einzelne Überwachungsanordnung. Wir haben aber ja mehrere Gefahrenbereiche. Das bedeutet, dass wenn wir jetzt die Gefahrenbereiche zusammenzählen, Terrorismus, Rauschgift, Proliferation, bewaffneter Angriff, dann ist es durchaus vorstellbar, dass man insgesamt auf viel, viel mehr als 20% kommt, wenn da die Übertragungswege entsprechend unterschiedlich gewählt werden. Ja, und schließlich
würde ich sagen, es stellt sich vor allem auch wieder die Frage der einfach auch ermittlungspraktischen Sinnhaftigkeit dieser Begrenzung. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist es aus Sicht der Kommunikanten eigentlich mehr oder weniger Zufall, über welchen Übertragungsweg ihre Kommunikation geleitet wird, wenn mehrere Übertragungswege zur Verfügung stehen. Ja, das heißt, es kann sein, der nachrichtendienstliche Verkehr, relevante Verkehr läuft heute über Kabel X und morgen würde derselbe Verkehr über Kabel Y laufen, weil das aus betriebswirtschaftlichen Gründen oder aus technischen Gründen da gerade anders opportun ist. Der Bundesnachrichtendienst soll sich jetzt bestimmte Kabel aussuchen. Dann ist es eben auch so ein bisschen Zufall, ob er seine Aufgabe erreicht oder nicht. Scheint mir, das begrenzt die Überwachung, kann schon sein, ja, aber möglicherweise nicht in besonders sinnvoller Weise. Sodass man insgesamt sagen kann, die Begrenzungswirkung steht in Frage, die Sinnhaftigkeit steht stark in Frage. Aber wir haben ja noch eine letzte Begrenzung und die betrifft die Modalitäten der Überwachung. Hier geht es jetzt um die sogenannten formalen Suchbegriffe. Ich hatte Ihnen gesagt, formaler Suchbegriff bedeutet, dass die Suche anknüpft an bestimmte Umstände der Übertragung, insbesondere an die verwendeten Adressen, ja, also Telefonnummern, E-Mail-Adressen, URLs, was weiß ich. Das Gesetz sagt jetzt, es ist nicht erlaubt, die strategische Überwachung sozusagen zweckzuentfremden, dafür nach bestimmten Personen zu suchen. Ja, und deswegen sagt das Gesetz, es ist nicht erlaubt, solche Suchbegriffe zu benutzen, die zu einer gezielten Erfassung bestimmter Telekommunikationsanschlüsse führen. Das ist natürlich eine ganz erhebliche Restriktion, weil es nämlich viele formale Suchbegriffe von vornherein platt macht. Ja, die Telefonnummer, die führt immer zu einem bestimmten Telekommunikationsanschluss. Das heißt also, die Verwendung von Telefonnummern wäre dann eigentlich illegal. Aber das Gesetz sieht vor, dass dies nur gilt für Telekommunikationsanschlüsse entweder im Inland oder Telekommunikationsanschlüsse, die sich zwar im Ausland befinden, die aber einem Deutschen gehören oder zumindest überwiegend von einem Deutschen genutzt werden. Ja, also den deutschen Entwicklungshelfer in Afghanistan, den dürfen Sie nicht gezielt überwachen auf diese Weise. Wohl aber den afghanischen Politiker in Afghanistan, dessen Telefonnummer dürfen Sie benutzen. Das ist tatsächlich nach eigentlich in der Rechtswissenschaft ziemlich unstreitiger Auffassung verfassungswidrig. Ja? Also da zweifelt eigentlich keiner dran. Denn das Fernmeldegeheimnis ist kein sogenanntes deutschen Grundrecht, sondern steht allen zu. Ebenso also dem afghanischen Politiker wie auch dem deutschen Grundrechtsträger. Das ist also Quark. Das Bundesverfassungsgericht hat sich leider 1999 vor dieser Frage gedrückt, sodass das immer noch im Gesetz steht und immer noch so gemacht wird. Der andere Punkt, bei dem jetzt ein bisschen unklar ist, wie die Praxis ihn handhabt, ist der Begriff des Telekommunikationsanschlusses. Das Gesetz sagt, es darf nicht eine gezielte Erfassung von Telekommunikationsanschlüssen stattfinden. Das Gesetz sagt nicht, es darf nicht eine gezielte Erfassung von Telekommunikationsteilnehmern stattfinden. Die Frage ist jetzt, ob Sie bestimmte Teilnehmer immer nur über Anschlüsse ermitteln können. Was ein Telekommunikationsanschluss ist, sagt das G10-Gesetz nicht. Es gibt aber anderswo im Telekommunikationsrecht, wird dieser Begriff definiert. Und wenn man das zugrunde legt, dann ist ein Anschluss, bezieht sich der Begriff des Anschlusses nur auf die Adressierung von Anlagen, die für die physikalische Signalübertragung da sind. Der Begriff des Telekommunikationsanschlusses bezieht sich dagegen nicht auf Teilnehmerkennungen auf der Diensteebene, sowas wie eine E-Mail-Adresse. Eine E-Mail-Adresse führt zu einem E-Mail-Postfach und das E-Mail-Postfach können Sie zumindest in der Regel im Prinzip von jedem Telekommunikationsanschluss der Welt aus abrufen oder adressieren. Wenn man den Begriff des Telekommunikationsanschlusses ernst nimmt, dann würden also E-Mail-Adressen von vornherein nicht darunter fallen, weil sie eben nicht die Signalübertragung lenken. Was zur Folge hätte, dass E-Mail-Adressen zum Beispiel nach Belieben benutzt werden könnten. Ja, das würde natürlich die Begrenzungskraft dieser Regelung stark vermindern. Wie das der BND handhabt, ist mir nicht bekannt. Ich sage Ihnen nur, was man sich vorstellen könnte, wie dieses Gesetz bei sportlichem Zugriff ausgelegt werden könnte.
sodass das Gesamtfazit lautet, ja, die Begrenzungen, die das Gesetz enthält, sind heute möglicherweise zum Teil kaum noch operationalisierbar. Teilweise laufen sie unter heutigen technischen Bedingungen leer. Ja. Insgesamt ist ihre Begrenzungswirkung aus meiner Sicht gering zu veranschlagen, was dazu führt, dass ich Zweifel habe, ob das G10 heutzutage unter den heutigen rechtlichen und technischen Bedingungen noch den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt oder ob nicht inzwischen dieses Gesetz auch durch seine Veränderung, auch durch Änderungen des tatsächlichen Umfelds verfassungswidrig geworden ist. So, ja, das war das mit dem G10-Gesetz und der internationalen Telekommunikation. Ich hatte Ihnen gesagt, das G10 bezieht sich auf internationale Telekommunikation zwischen Deutschland und dem Ausland. Die rein inländische Kommunikation darf nicht strategisch überwacht werden. Was ist mit der rein ausländischen Telekommunikation zwischen ausländischen Telekommunikationspartnern im Ausland? Ja, hier hat der Bundesnachrichtendienst, und das ist ziemlich eindeutig, also das ist so ein Punkt, wo man auf die tatsächliche Handhabung ziemlich eindeutig schließen kann aus verschiedenen Äußerungen der Bundesregierung und des Dienstes selber. Der Bundesnachrichtendienst geht davon aus, dass er die ausländische Kommunikation im Rahmen einer sogenannten Auslandsaufklärung überwachen darf, auch strategisch überwachen darf, auf der Grundlage seiner Aufgabenzuweisung. Die Aufgabenzuweisung findet sich im Bundesnachrichtendienstgesetz und lautet, ich lese Ihnen das mal vor, der Bundesnachrichtendienst sammelt zur Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland, die von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung für die Bundesrepublik sind, die erforderlichen Informationen und wertet sie aus. Das heißt, solange es um die Gewinnung von Erkenntnissen über das Ausland von außen- und sicherheitspolitischer Bedeutung geht, solange darf der Bundesnachrichtendienst eine Auslandsüberwachung durchführen nach Belieben. Andere Restriktionen gibt es nicht. Diese Auffassung, dass der Bundesnachrichtendienst also zur Auslandsaufklärung in so weitgehendem Ausmaß befugt ist, die hat eine verfassungsrechtliche Prämisse. Und diese Prämisse lautet, dass das Fernmeldegeheimnis für diese Auslandskommunikation entweder gar nicht gilt oder zumindest nur mit einem extrem reduzierten Schutzniveau gilt. Denn eine solche Vorschrift könnte niemals eine Telekommunikationsüberwachung innerhalb der Bundesrepublik legitimieren. Es gibt praktisch keinen Verfassungsgrundsatz, der dadurch nicht gebrochen würde. Ja? Also das wäre ganz, ganz, ganz eindeutig. Man kann also diese Rechtsauffassung nur halten. Man muss wirklich nochmal sagen, wenn man sagt, das Fernmeldegeheimnis des Artikels 10 Grundgesetz schützt die Auslandskommunikation im Ausland nicht. Zumindest da nicht, wenn Ausländer kommunizieren. Man sollte vielleicht an dieser Stelle festhalten, dass das eine Rechtsauffassung ist, über die wir uns sehr aufregen, wenn sie die Amerikaner vertreten. Ja? Wir vertreten sie aber auch. Gucken wir mal, ob diese Rechtsauffassung zutrifft. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem G10-Urteil was zur Auslandsgeltung des Fernmeldegeheimnisses gesagt, ist dabei aber sehr juristisch vorgegangen. Und das bedeutet, es hat sich nur zu dem geäußert, wozu es sich unbedingt äußern musste. Die Bundesregierung hatte in dem damaligen Verfahren nämlich genau das vorgebracht, ganz ehrlich, was ich Ihnen gerade sage, das Fernmeldegeheimnis gilt nur im Inland. Und wenn wir die internationale Telekommunikation abhören, ist das überhaupt kein Fall des Fernmeldegeheimnisses, weil Ausländer im Ausland nicht geschützt sind. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, ob ein solcher territorialer Bezug überhaupt erforderlich ist für den Grundrechtsschutz, entscheiden wir nicht. Das lassen wir offen im juristischen Sprachgebrauch. Aber jedenfalls besteht ein solcher territorialer Bezug immer schon dann, wenn sich die Überwachungsanlage in Deutschland befindet. Also jedenfalls in dem Fall, dass der Bundesnachrichtendienst von Deutschland aus überwacht. Jedenfalls dann sind wir im grundrechtlichen Fernmeldegeheimnis drin, egal was er überwacht. Deswegen ist die Auffassung, die jetzt in jüngerer Zeit kolportiert worden ist, dass der Chef des Bundesnachrichtendienstes angeblich sagt, die Überwachung von Fernmeldesatelliten im Weltraum, die erfolge ja gar nicht im Inland, auch wenn sie mit Überwachungsanlagen im Inland durchgeführt werde, die ist schlicht schon seit 15 Jahren abgefrühstückt und falsch. Ja? Also das ist einfach Quatsch und ganz eindeutig in dem Urteil entschieden. Und wenn er das trotzdem sagt, dann muss man ihm zumindest den Vorwurf grober Fahrlässigkeit machen. Richtigerweise muss man aber sagen, und auch da befinde ich mich jetzt mit dem, was ich sage, in Gesellschaft der meisten meiner Fachkollegen, dass das Fernmeldegeheimnis überhaupt keinen territorialen Bezug voraussetzt, sondern tatsächlich Telekommunikation international, egal zwischen wem, vor dem Zugriff des Bundesnachrichtendienstes schützt. Warum?
Erstmal, das Grundgesetz enthält keinen ausdrücklichen Hinweis darauf, dass die Grundrechte nur fürs Inland gelten würden. Vielmehr ordnet es eine umfassende Bindung der deutschen Staatsgewalt an die Grundrechte an. Das Bundesverfassungsgericht erkennt nun durchaus an in seiner Rechtsprechung, dass die Auslandsgeltung von Grundrechten mit Schwierigkeiten behaftet ist und dass deswegen Grundrechte im Ausland in eingeschränktem Umfang gelten können. Dafür werden vor allem zwei Gründe angeführt. Das erste ist, es kann sein, dass bei Auslandssachverhalten keine volle Verantwortung deutscher staatlicher Stellen für Grundrechtseingriffe besteht. Das wäre zum Beispiel so ein Fall wie, ein befreundeter Dienst foltert einen Inhaftierten und übermittelt Erkenntnisse, die durch Folter gewonnen worden sind, in die Bundesrepublik, weil die für die Bundesrepublik relevant sind. Die Folter, ja, hat keine Stelle der Bundesrepublik durchgeführt, sondern das Folterproblem erreicht uns erst durch Übermittlung der Erkenntnisse. In so einem Fall kann man schon sagen, die deutsche Behörde, die jetzt diese Erkenntnisse verwenden will, die trägt nicht die volle Verantwortung für das, was hier an Grundrechtseingriffen geschehen ist, sodass man sich fragen kann, ich habe da keine Antwort zu, ich sage nur, dass man sich fragen kann, ob hier die Schlüsse, ja, die bei einer Folterung durch eine innerstaatliche Stelle zu ziehen wären, nämlich Verwertungsverbot, ob die auch hier in voller Schärfe gelten. Ist weitgehend ungeklärt, aber das wäre jedenfalls ein Fall, wo man darüber diskutieren kann, dass die grundrechtliche Verantwortung zurückgenommen ist. Wenn der Bundesnachrichtendienst ins Ausland geht und im Ausland spioniert, dann macht er das ganz alleine erstmal. Ja? Und natürlich trägt er dafür die volle Verantwortung. Es gibt überhaupt keinen Grund, ihm die von den Schultern zu nehmen, sodass dieses Argument ja im Fall der Auslandsaufklärung in keiner Weise trägt und deswegen auch nicht legitimieren kann, das grundrechtliche Schutzniveau zurückzunehmen. Der zweite Grund, warum es angezeigt sein kann, das grundrechtliche Schutzniveau in Auslandssachverhalten zu vermindern, ja, besteht in der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes. Das Grundgesetz ist darauf aus, Völkerrechtsbrüche der Bundesrepublik nach Möglichkeit zu vermeiden. Und das kann dazu führen, wenn, was selten der Fall ist, aber wenn mal deutsche Grundrechte und Völkerrecht in Konflikt geraten, dass man das Schutzniveau der deutschen Grundrechte zurücknimmt, um zu gewährleisten, dass das Völkerrecht gewahrt wird. Man kann sich sowas vorstellen, ja, im Rahmen von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Wenn jetzt hier die Bundeswehr verpflichtet ist, bestimmte Operationen durchzuführen, Leute festzunehmen und festzuhalten ohne richterlichen Beschluss oder sowas. Das dürften die innerstaatlich nicht. Man kann sich vorstellen, aber dass wenn die Bundesrepublik sich da völkerrechtlich gebunden hat, dass das auch die Grundrechtsbindung reduziert zumindest. Ja? Ohne dass ich das jetzt bewerten will. Ich stelle nur dar, was da ein denkbarer Anwendungsfall wäre. Bei der Auslandsspionage, da kann es sein, dass die Spionage nicht selbst gegen Völkerrecht verstößt. Der völkerrechtliche Status der Spionage ist nicht so ganz klar. Aber mit Sicherheit gibt es kein völkerrechtliches Gebot, im Ausland zu spionieren. Ja, das heißt, wenn der Bundesnachrichtendienst sich an die deutschen Grundrechte hält, ja, in vollem Ausmaß, auch im Ausland, hat das Völkerrecht überhaupt nichts dagegen. Das ist dem Völkerrecht wunderbar recht. Vielleicht egal, vielleicht spricht das Völkerrecht sogar dafür, dass er das tut. Das heißt, dass auch dieses Argument in keiner Weise dazu beitragen kann, dem Bundesnachrichtendienst seine Verantwortung abzunehmen, mit dem Fazit, dass die Auslandsaufklärung mindestens mal einer darauf zugeschnittenen gesetzlichen Grundlage bedarf, die auch irgendwelche Begrenzungen enthalten muss, dass die derzeitige Praxis schlicht rechts- und verfassungswidrig ist, ja, und gestoppt werden muss. Gut, letzter Punkt, ich bin bald fertig, betrifft die Datenübermittlungen. Was kann der Bundesnachrichtendienst Daten, die er durch solche Überwachungsmaßnahmen erlangt hat, ins Ausland transferieren? Auch hier muss man wieder unterscheiden zwischen den strategischen Beschränkungen und der Auslandsaufklärung. Für die strategischen Beschränkungen nach dem G10-Gesetz enthält das G10-Gesetz auch eine Regelung, die solche Auslandsübermittlungen regelt. Ich habe Ihnen da die Anforderungen einfach mal auf der Folie abgezogen. Die sind sehr hoch. Ja, wenn man die ernst nimmt, dann handelt es sich um Extremfälle. Und tatsächlich wissen wir, wie oft diese Vorschrift genutzt wird. Und das ist sehr selten. Ja, da geht es um deutlich weniger als 10 Fälle. Ich glaube, seit Einführung der Regelung sogar. Ja, also das wird kaum je gemacht. Wenn es heißt, der Bundesnachrichtendienst übermittle massenhaft Daten im Ausland, dann macht er das nicht nach dem G10-Gesetz, sondern dann macht er das auf der Grundlage der Auslandsaufklärung, weil er sagt, es geht um Erkenntnisse über das Ausland, die haben wir gewonnen aufgrund unserer Aufgabenzuweisung und diese Aufgabenzuweisung, die legitimiert auch
Übermittlungen ins Ausland nach Belieben, wenn es irgendwie den sicherheits- und außenpolitischen Grenzen, Interessen der Bundesrepublik dient. Hier gilt genau dasselbe wie für die Auslandsaufklärung selbst. Diese Auffassung beruht auf irrigen Annahmen über das grundrechtliche Schutzniveau und führt deswegen zu einer rechts- und verfassungswidrigen behördlichen Praxis. Ich habe deutlich gemacht, dass strategische Überwachungen im geltenden Recht unzureichend reguliert sind und dass die derzeitige Überwachungspraxis des Bundesnachrichtendienstes erheblichen Bedenken begegnet. Aus meiner Sicht ist das eine Pars pro Toto Ausführung. Egal, wo Sie im Nachrichtendienstrecht reingucken, Sie finden überall Regelungen und Sachverhalte, die mindestens genauso schrecklich sind wie das hier. Ja, so dass man insgesamt meiner Ansicht nach sagen muss, dieser ganze Regelungskorpus, ja, der bedarf grundlegend der Überarbeitung. Man kann das auch nicht mehr punktuell retten, sondern das Einzige, was man mit den Nachrichtendienstgesetzen, die wir im Moment haben, machen kann, ist wegschmeißen und neu schreiben. Und das ist eine Aufgabe, von der ich glaube, dass sie bedarf einer interdisziplinären Zusammenarbeit von Wissenschaft, von Praktikern, sowohl aus der Ministerialverwaltung als auch aus den Nachrichtendiensten selber und auch einer Beteiligung, ja, der Zivilgesellschaft, insbesondere von Bürgerrechtsorganisationen. Ja, das muss als gemeinsame Aufgabe auch in einem Zusammenwirken von Juristen und Technikern bewältigt werden. Ansonsten wird das nicht gelingen können. Ja, wenn irgendjemand hier aus dem Raum, also das sei mir erlaubt, wenn irgendjemand hier aus dem Raum Drittmittel zu vergeben hat, ja, und in der Lage ist, da mal ein bisschen reinzupulvern, dann machen Sie das doch einfach. Ich würde die nehmen, wenn es sein muss. Ja? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Becker. Vor allem in Zeiten, in der wir leben, in der wir Antworten bekommen, die so furchtbar nichtssagend sind, finde ich das sehr erfrischend, Fragen zu bekommen, die uns so zum Nachdenken anregen. Wir haben jetzt ein Programm, ist eine Pause angekündigt. Ich würde trotzdem gerne maximal zwei Fragen, die so wirklich unter den Nägeln brennen, zulassen, weil ich denke, das gibt es her. Ich habe mal eine Meldung gefunden. Und bitte kurze Frage und genauso kurze Antwort. Meine Frage ist zum No-Spy-Abkommen. Ist es in Ihren Augen sinnvoll, dass wir praktisch einen Alleinweg gehen, dass wir die Initiative ergreifen und für uns das regeln, ohne gleichzeitig vom Ausland das auch zu fordern? Oder sollten wir unsere Möglichkeiten, die so schlimm sind, nicht auch dafür einsetzen, dass wir es vom Ausland auch fordern? Das ist natürlich eine Frage letztlich von außenpolitisch, ne? Das ist eine außenpolitische Frage. Ich denke Folgendes. Also diese No-Spy-Geschichte, das ist ja eine ziemlicher Rohrkrepierer gewesen und das ist ja auch nicht überraschend gewesen. Im Moment sind wir in der Situation, wenn ich jetzt als Hochschullehrer ins Ausland gehe und da Kollegen irgendwas vortrage darüber, wie schrecklich ich die NSA finde und das, was die machen, dann haben die ein sehr leichtes Gegenargument, ja, und nämlich indem sie sagen, ihr macht dasselbe. Solange wir jetzt kommen und mit unserer derzeitigen Rechtslage, mit No-Spy und Aufregung, ja, anfangen, machen wir uns schlicht lächerlich. Das ist aus meiner Sicht eine unabdingbare Voraussetzung dafür, überhaupt irgendwie argumentieren zu können gegenüber dem Ausland. Ich habe gehofft, dass ich schneller laufe, aber... Ich habe mich jetzt kurz gefasst, sollte ich ja, ne? Ja, also, genau. Ja, ich auch. Sie haben vorhin das Beispiel gebracht, dass eine deutsche Entwicklungshelferin im Ausland, ich weiß nicht, ob ich zu laut bin, eine deutsche Entwicklungshelferin im Ausland halt eigentlich nicht abgehört werden darf, dass das verfassungswidrig wäre. Und jetzt war ja gestern der NSA-Ausschuss und genau da hat halt der Herr B. vom BND gesagt, dass genau das halt die Auflage wäre, dass Deutsche, die in NGOs oder so im Ausland arbeiten, nicht als Grundrechtsträger, sondern als Funktionsträger behandelt werden sollen und demnach dann auch abgehört werden dürfen. Ja, ist hochinteressant. Also der Begriff des Grundrechtsträgers und seine Verwendung durch den Bundesnachrichtendienst ist aus juristischer Sicht ein extrem interessanter Sachverhalt. Ja? Wenn Sie mal in das Grundgesetz gucken, im Fernmeldegeheimnis, dann ist da jeder Grundrechtsträger. Ja? Also ganz bestimmt auch, das ist Funktionsträger von einer NGO, ja, der dann nicht grundrechtsberechtigt sein soll, das würde ich keinem Studenten im zweiten Semester durchgehen lassen, ja? Also wirklich nicht, ganz ernsthaft. Wenn mir da einer sagt, ist nicht grundrechtsberechtigt, dann sage ich mangelhaft. Der Funktionsträger ist überhaupt nicht umstritten, das ist schlicht Schwachsinn. So, also wirklich. Okay, damit haben wir also auch die Note bekommen, mangelhaft für...